So, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 2. Jo, was machen wir denn heute mal? Wir haben hier in der Nähe direkt eine Gruppenmission. Ich schau mal ganz kurz, hier hinten haben wir auch noch eine. Na gut, müssen wir sowieso früher oder später alle machen, deswegen fangen wir am besten einfach mal hier an. Brauchen wir uns auch, glaube ich, gar kein Auto für. Er soll einmal 10 Tiger mit bloßen Händen getötet haben. Aha. Sehr interessant. Gut, kurz was vorab. Und zwar, ihr habt euch mehr oder weniger kürzere Folgen gewünscht. Beziehungsweise im Sinne von, dass man eventuell dann weniger Folgen, also kürzere Folgen macht, aber dafür dann mehr Folgen. Und, kann ich natürlich einrichten. Ich werde das dann so machen, dass ich das, quasi komplett aufnehme, so wie sonst auch. Aber dann direkt in mehrere Teile schneide. Und, quasi dann jedes Video abrupt abbreche. Dass ihr vielleicht so einen kleinen schwarzen Übergang habt und dann endet das Video einfach, ohne dass ich euch jetzt verabschiede oder so. Müsst ihr euch dann schon mal drauf einstellen. So, aber hier sehen wir gerade, ist noch so ein Kolonel. Das würde ich dann noch gerne kurz abschließen hier. Wobei die Gruppenmission vielleicht auch darauf, darauf anspielt, dass wir das jetzt zerstören sollen. Wir haben ja auf jeden Fall wieder einen Flughafen. Ich versuche einfach mal die Mission hier anzunehmen und weiß ich nicht, wenn wir dann das Ding hier zerstören müssen, dann ist alles gut. Und wenn nicht, dann mache ich das später noch. Nein. Aber da oben haben wir noch ein bisschen Geld, das nehmen wir schon mal. Wir kamen in der Nacht und Feind geortet. Ja, natürlich. Alle bleiben bei sich, Kontakt feuern. So, wann nimmst du wieder Metro auf? Metro ist doch schon längst fertig. Abwärmen, findet ihn. Wurde jemand nicht ganz aufgepasst. Ja, wo ist denn jetzt die Gruppenmission? Oder ist das quasi die Gruppenmission, dass ich das hier abschließen soll? Wahrscheinlich ist die Gruppenmission dieser... Ah ne, da hinten. Auf die Boden! So, nehmen wir das einfach mal an. Hören Sie, Scorpio, für diese lange Reise brauchen Sie ein Flugzeug. Ich erkläre Ihnen alles unterwegs, Herr Dadu. Ah, cool. Fällt mir schon mal. Hey, Sie, halt! Geht nicht damit! So, gehen wir einfach mal schnell rein. Lass die nicht entkommen! Vielleicht erwischen die uns nicht. Eindringlich! Schnell! In Deckung! Boah. Ich habe schon ordentlich was ab. Eine unserer Sonderlieferungen wurde über einer Insel in der Nähe abgeschossen. Genauer gesagt, ist eine ganze verdammte Drogenraffinerie futsch. Das Rohopium, das Labor, alles! Sie müssen zur Absturzstelle auf Hantu Island und mit dem Piloten die Fracht wieder beschaffen. Bringen Sie sie zum Strand. Ich lasse sie dort abholen. Okay. Dann fliegen wir jetzt scheinbar auf die Insel hier oben, wo es sonst nichts gibt. Sehr interessant. Finde ich sehr cool. Dorthin. Es gibt Gerüchte, dass Flugzeuge einfach abstürzen und Schiffe im Nebel verschwinden. Man hört nie wieder was von ihnen. Wir dachten, es wäre eine fantastische Route für unsere Schmuggelgeschäfte, weil sich nicht einmal das Militär dorthin wagt. Das finde ich auch geil. Eins noch, Serdadu. Etwas stimmt mit den Sendern an der Fracht nicht. Sie werden irgendwie blockiert. Vielleicht ist es dieser alte Fluch, von dem meine Großeltern mir erzählt haben. Sie sagen, auf der Insel spuken die Seelen toter Kannibalen herum. Ich habe noch nie die Seele eines toten Kannibalen gesehen, glaube ich. Das finde ich aber schon wieder tendenziell richtig geil. Dass es hier quasi eine extra Stimmung gibt. Rauchsignale? Sind wir hier am Rio Grande oder was? Das Feuer hat bestimmt unser abgeschossener Bruder angezündet. Nichts wie hin, Scorpio. Da regnet und blitzt es schon. Es wird langsam dunkel. Das gefällt mir sehr gut. Ist einfach mal was Neues. Alter. Ich kann Sie nicht mehr hören. Sind Sie da? Okay, krass. Irgendetwas muss die Übertragung blockieren. Irgendetwas Großes. Da wurden wir aber schön getroffen. Von so einem Blitzmacher, von so einer Tesla-Spule oder sowas ähnliches. Oder was war das? Also, dass sich hier niemand hintraut, kann ich schon mal nicht ganz bestätigen, denn irgendwelche Leute sind ja. Okay,
Okay, das ist unser Freund. Mann, bin ich froh, Sie zu sehen, Freund. Sie haben keine Ahnung, was für seltsame Sachen hier vorgehen. Sri schickt Sie, richtig? Er schickt Sie, um mich zu retten, oder? Ich bin wegen der Fracht hier. Gut, Sie wollen mich also nicht töten. Steigen Sie in den LKW und fahren Sie. Ich zeige Ihnen die Donnermaschine und die 100 Jahre alten japanischen Infanteristen. Ah, okay, cool. Dann steigen wir mal in... Ja, steigen wir mal in so einen Laster. So, ich will aber mal ganz kurz schreiben. Das ist... doch schon längst... fertig. So. Und weiter geht's. Das wollte ich noch kurz loswerden. Sonst ist mal blöd, wenn ich irgendwie nach 45 Minuten das antworte oder so. Und seitdem versuche ich, sie zu erreichen. Aber es gibt hier irgendein veraltetes Gerät, das einen elektromagnetischen Impuls aussendet. Und jetzt kommt's. Die kaiserliche japanische Armee hat es im Zweiten Weltkrieg installiert. Und wissen Sie was? Die sind noch hier. Echt? Das ist kein Witz. Ein Haufen wahnsinniger Hundertjähriger mit Gewehren und Kanonen. Die glauben, dass immer noch Krieg ist. Sie haben uns vom Himmel geschossen und alle meine Brüder wurden getötet. Nach diesem kleinen Abenteuer können Sie diesem Sri Irawan sagen, dass er mich viel besser bezahlen muss, wenn ich weiterhin für ihn arbeiten soll. Tun Sie mir einen Gefallen, Kumpel, und halten Sie den Mund. Okay, ich muss noch mal ganz kurz... Wow, da ist das Ding. Was zum Teufel? Ja, das ist sie. Kaiser Hirohitos Geheimwaffe. Irgend so ein Teufelsgerät, das Schiffe versenkt und Flugzeuge zum Absturz bringt. Ich habe ja schon viele verrückte Dinge in meinem Leben gesehen, aber hey. Ich erkenne diesen Ort. Wir sind gleich da. Okay, ich muss nochmal ganz kurz. Schon vor, weiß ich nicht, 2 bis 4 Monaten, sag ich mal. Alles hochgeladen. Meine Güte. Wenn man schon nach Parts fragt, dann muss man auch alle geguckt haben, ne? Schließt sich ja sonst irgendwie selbst aus. So, wir sind jetzt gleich da. Das Ding sieht übel aus. Wir sind da! Ich lade die Fracht auf den LKW. Und Sie kümmern sich um den großen Turm mit dem Impulssender. Er bezieht seine Energie von den beiden kleineren Türmen. Sie müssen sich also erstmal um die kümmern. Viel Glück. Oh, na klar. Ah, okay. Also müssen wir die beiden Türme zerstören, damit wir den großen zerstören können. Sehr geil. Dann schauen wir mal. Geht tief hinunter. Dafür haben wir unseren Fallschirm. Dann wollen wir mal gucken, was denn so hier vor sich geht. Ich habe schon gehört, das war wohl irgendeine Waffe schon aus dem Zweiten Weltkrieg. Also, wurde hier zumindest gesagt. Und, diese wohl benutzt haben. Und dass es sie hier immer noch gibt. Na komm. Na komm, verreck doch. Wie viele Schüsse halten die immer aus? Ich glaube, ich nehme mal die kleine Schrotflinte, die Dingens abgesägte. So. Kein Problem für uns? Kein Problem. Ja, sag ich ja. Und jetzt zum zweiten Turm. Ich hab immer noch die normale Pistole. Habe ich nicht gerade gewechselt? So. Okay. Komme ich jetzt da am besten hin? Am besten einfach wieder runterstürzen. Ah, was ist mit den anderen Türmen, die hier noch sind? Hier sind dann noch ein paar andere in der Nähe. Die muss ich scheinbar nicht zerstören. Noch nicht. Bam und bam. So, du auch noch, oder was? Nee, so nicht. Okay, 2, 1, 4, 2, 4. Nein, ist falsch. Hallo, lass mich doch mal in Ruhe. Ja, natürlich hast du das überlebt. Ein bisschen aufpassen, sonst bin ich gleich tot. So, jetzt aber. Die halten mir alle zu viel aus.
Und ich glaube, ich tausche die Waffe mal aus gegen diese. Wird jetzt hier nicht aufheben? So. Gegen dieses große Sturmgewehr. So, jetzt in aller Ruhe. Dann geht das auch. Energieversorgung erledigt. Und jetzt zum Großen. Was ist passiert? Ach, das Ding ist aber wahrscheinlich durchgebrannt. Okay, aber ich sehe da hinten noch was aufblitzen. Das hätte ich noch ganz gerne. Na, ich soll da echt draufklettern. So, ganz langsam. Nehmen wir uns noch kurz ein bisschen Geld mit. Impulsgenerator. Und wo schießen die denn? Ach, von da. Schießen wir die da mal runter. Ha. Schön Flug. So. Oh Gott. Das wird ein Ausflug, ey. Von wo schießen die denn überall? Ist ja gar nicht, ey. So, ich glaube, ich mache das anders. Ich flieg nochmal zum kleinen Turm. Beziehungsweise eben auf dieses. Nein. Auf diese Verbindung. So, denn ich glaube, dann ist das Ganze ein bisschen einfacher. Denn hier komme ich da auch schön hoch. Sonst muss ich mich da Etage für Etage hochhangeln und das wird, glaube ich, nicht so schön. So. Das sieht doch besser aus. Da oben haben wir noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Medipack haben wir da zum Glück auch noch. Da ist irgendwas in den Berg gehauen und da sehe ich schon wieder einige Leute. Wie, ich kann da nicht durchschießen. So, und du auch noch, oder was? Aber wieso kann ich denn da nicht durchschießen? Alter, sind noch viele. Ich glaube, ich gehe mal besser von der anderen Seite dahin und nehme auch, glaube ich, das Sturmgewehr. Weil ich habe nicht wirklich viel Leben. Ich will das Ganze jetzt noch nicht unbedingt nochmal neu machen. Diesen Krieg kannst du nicht gewinnen, Baka! Was? Genau, das denke ich mir auch immer. So. Ich glaube, das waren ziemlich alle. Jetzt aber. Oder spawnt da mal wieder welche neu. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Jetzt habe ich hier wieder die bessere Waffe. Dann nehme ich die natürlich. Das heißt die bessere Waffe. Ich finde sie besser. So, ich muss aber noch eine Etage höher. Mindestens noch eine. Da habe ich schon wieder welche gesehen. Na, komm schon. So. Hier war nichts mehr. Ich dachte, ich hätte gerade noch was aufblinken sehen. Nee, komm. So, das hätten wir. Und wo... Ah doch. Das Medipack ist da unten. Das hätte ich nämlich ganz gerne. Ah, hier. So, jetzt sind wir wieder voll. Aber man hält sich nicht immer ganz voll. Wenn man einmal ein bisschen getroffen wurde und bis zu einer bestimmten Grenze gekommen ist, dann lädt sich das nur noch bis zu dieser Grenze auf. So nicht, mein Freund. So. Ich glaube, dann nehme ich mal den schnellen Weg. So. Da muss ich mich jetzt wirklich langsam hochhangeln.
So, jetzt stehe ich hier ein bisschen doof, glaube ich. Na, es geht noch. So, und jetzt gehe ich einfach mal hier hin. Das ist, glaube ich, so am sichersten. So. Soweit so gut. Da oben gibt es sogar noch mehr zum Einsammeln. Wie kommen wir denn da am besten hin? Also jetzt wird dann zum Beispiel so langsam die Zeit kommen, wo ich dann den Part einfach beenden würde. Ohne jetzt zu sagen, so, bis zum nächsten Mal. Sondern halt einfach so. So, das ist auch dieser Impulsgenerator. So, den sollen wir zerstören. Gut, das bringt so recht wenig. Fernzünder. Schmeißen wir da mal einen dran. Und noch einen. Ja, die hängen da ja schön dran. Na, ist auch egal. Und lassen die mal explodieren. Alles klar. Und jetzt nichts wie raus hier.